Let's fucking go! Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe euch gesagt, wir werden es durchziehen und die Tarkov-Aufrufe auf meinem Kanal sind... Nicht ganz so gut wie alle anderen. Aber Tarkov ist eins dieser Games, was mich in den letzten Jahren so hart fasziniert hat, dass ich fest entschlossen bin, egal was es für mich heißt, wir ziehen das durch. Und deswegen heute mein Video für euch als Beginner-Starter-Guide mit ein paar Infos einfach für den Vibe der. Heute, morgen, heute ansteht. 5 ähm, Stunden Arena Downtime, 8 Stunden Tag of Downtime. Was bedeutet theoretisch, wenn ihr Hardcore-Freak seid, könnt ihr nach 5 Stunden Downtime Update für Patch äh, 015? Auch äh, drei Stunden Arena spielen, bis eben Tarkov ganz normal funktioniert und dann in den offiziellen Vibe Tarkov starten. Dadurch, dass ihr Arena spielt, levelt ihr euren Charakter schon, könnt schon ein bisschen Geld sammeln, könnt schon ein paar Level machen und könnt dann mit den Quests anfangen. Ist eure Entscheidung? Ich habe letztes Jahr Februar mit Tarkov angefangen und bin mittlerweile bei drei. 1000 Game-Stunden in weniger als eineinhalb Jahren und fühle mich ausreichend qualifiziert, um euch Tipps und Tricks von mir mitzugeben, wie ihr den Vibe in Tarkov erfolgreich startet, mit weniger Frust, mit ein bisschen mehr Spaß und vielleicht mit dem ein oder anderen Trick. Oder eine Idee, die ich euch mitgeben kann. Das heißt, wenn ihr Tarkov-Fans seid oder das kennenlernen wollt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Für alle, die PvE spielen, für euch wird es kein Vibe geben. Ihr könnt selber wipen, ihr könnt weitermachen, wie ihr wollt. Dieser Tarkov-Guide ist nur für die PvP-Leute. Und wenn man da PvE-Spieler ist und vielleicht trotzdem Tick oder Trip rausnehmen möchte, Trip oder Trick, dann gerne. Falls ihr euch fragt, wie ich diesen Wipe eigentlich beendet habe, ich habe tatsächlich vor eineinhalb Wochen meinen Account resettet, um einfach nochmal die Anfangsquest zu machen und bin innerhalb von knapp 48 Stunden auf Level 30 gewesen, ohne Flieh, ohne die ganzen Eventsachen. Also war ein bisschen komplizierter, lief aber gut. Das ist mein Hauptaccount gewesen. Diesen Wipe, äh, der längste Wipe, den ich bisher gespielt habe. Und für mich der Beste, das Achievement-System hat mega Spaß gemacht, dass es drin ist. Ich bin bei 46 von 52 Achievements. Ich suchte dieses Game wie ein Wahnsinniger. Und damit ihr auch eben alle Kills seht, mache ich euch einmal kurz die Kamera weg und dann könnt ihr sehen, wie es da aktuell aussieht. 7.500 Kills, 2800 Game-Stunden, knappe 5er KD, knapp unter 50% Survival Rate. Ich spiele sehr aggressiv. Das ist nicht immer clever, ist aber die Art und Weise, wie ich am meisten Fun habe. Und ich glaube, wenn man sich die Stats anguckt, kann man durchaus verstehen, warum ich jetzt einfach mal behaupte, dass ich bestimmt dem ein oder anderen Tipps und Tricks mitgeben kann. Und wenn nicht, dann habt ihr eine wunderschöne Stimme und ein wunderschönes Gesicht gehabt. Tipp Nummer 1 ist bereits schon der Beginn von dem Vibe, wenn ihr auswählen müsst, Bear oder USEC. Und da gibt es aktuell immer noch eigentlich nur eine sinnvolle Antwort. Wenn es wirklich um Competitive geht und ihr wirklich mit ähm, Vorteilen über den Vibe über hinauslaufen wollt, ist aktuell USEC die bessere Wahl. Im direkten Vergleich haben Bears durch die AK und etwas mehr bessere Muni, unter anderem BP-Muni mit einem guten Pen-Wert von knapp 40. Ähm, etwas bessere Muni am Anfang und die AK ist etwas einfacher zu spielen als die M4. Durch das neue Recall-System hat sich das aber fast aufgehoben und Usex haben zwei große Vorteile. Das eine, Bers atmen sehr laut im Game. Wenn ihr aus der Puste seid, was die ersten Wochen durch den niedrigen Skill-Level von Ausdauerstärke oft passiert, haben Bears so ein richtig lautes äh, äh, Räucheln, was sehr, sehr anstrengend ist, was andere PMCs und Spieler sehr gut hören können und was ihr sehr laut hört. Deswegen USAC für mich, weil einfach bessere Voicelines, wie ich finde, ich mag USAC-Voicelines mehr. Und der zweite große Vorteil, alle Missionen, die ihr auf Lighthouse habt, sind für USACs einfacher als für Bears. Äh, Rogues auf äh, Lighthouse greifen Usex nicht direkt an. Solange ihr sie nicht attackiert, könnt ihr in der Nähe von denen rumlaufen. Ihr werdet nicht vom äh, Granatwerfer über die halbe Karte beballert. Als Bär seid ihr automatisch ab der ersten Sekunde feindlich gegenüber jeglichen Rogues. Deswegen ganz klar für mich, solange diese Black Shadow-Fraktion, die schon sehr sehr oft angeteast wurde für die Bears nicht kommt und ich vermute es wird sowas sein dass wir irgendwo als Bear auf einer der Karten vielleicht auf Streets dass die sniper scaffs nicht attackieren oder dass da eine Bear freundliche Fraktion rumläuft solange das nicht implementiert ist sind die Usex für mich klarer Favorit spielt den Usex wenn es einfacher ist wenn ihr Bock habt Leute zu verarschen ist der Bear ganz cool denn die Bear Voice Lines ähneln sich oft sehr den scaff Voice Lines für die Hardcore Freaks wenn ihr Leute treuen wollt vielleicht Content Machen wollt, ist Bär dann die bessere Wahl. Für mich vom ersten Vibe an Usec und so lange wird es auch bleiben, bis eine Bär-freundliche Fraktion kommt. Ich gehe ganz fest davon aus, dass wir dieselben Voraussetzungen für die ersten vier Quests haben wie im letzten Vibe und da haben wir die Implementation von Ground Zero bekommen, was ja eigentlich eine Anfängerkarte sein soll. Hier gibt es zwei Sachen, die ihr bedenken sollt. A, Ground Zero ist vieles, aber keine Anfängerkarte. Aus dem einfachen Grund, dass alle Spieler gleichzeitig dieselben Quests mit denselben kleinen Exits direkt nebeneinander haben und alle vom ersten Tag an auf diese Karte müssen, um ihre Quests dort zu erledigen. Fünf Scavs oder PMCs killen, ihr müsst drei Items finden zum Abgeben, was medizinische Items sind. Ihr müsst den Wein später finden, ihr müsst die LMGs ablaufen und den Exit nehmen. Jetzt könnt ihr natürlich und ich bin eigentlich ein Verfechter davon in Tarkov zu sagen, geh mit dem besten Gear rein, was du hast. Es ermöglicht dir mehr Erfolge. Es ist einfach so, Gear4 ist Quatsch, es sind nur Pixel, aber und hier kommt das große aber. Meine Empfehlung Lasst die MDR. Was als Usage die mit Sicherheit beste Waffe ist, die am Anfang. Ich rede hier von IOD-Versionen. Anhört Editionen haben ja absurd viele Waffen und sonst was. Macht was ihr wollt. Anhört interessiert mich gar nicht. Als EOD-La, dicke Empfehlung. Lasst die MDR zu Hause, wenn ihr die vier Ground Zero Quest in der Regel in einem Raid machen wollt. Dann legt ihr das alles ab, kommt irgendwann wieder, macht die Wein-Quest und seid mit Ground Zero erstmal durch, bis dann später The Guide und äh, Shooterborn kommt, was mittlerweile auch da ist. Das ist aber später. Am Anfang überlegt, ob ihr entweder eine MP5 als USEC mitnehmt oder eben eine PP19 als Bear, was auch eine Option ist, oder macht es noch einfacher: nehmt einen Rucksack, eine Packer, ein Headset und eine Pistole. Ihr gewinnt im Early Wipe nichts davon, wenn ihr Gunfights mit anderen Spielern eingeht. Es ist das Beste, was ihr machen könnt, in den ersten ein bis zwei Tagen jeglichen PvP, wenn möglich, aus dem Weg zu gehen. Was könnt ihr gerade auf Ground Zero, wo nicht viel Loot ist und wo die meisten Leute ihre Quest abschließen wollen und dann gehen wollen, an Loot rausholen, was euch A. etwas bringt, eine Standard M4 ohne Aufsätze von einem Gegner, das bringt euch genau gar nichts. Und B. Wenn ihr voll gemoddet mit der MDR und der Trooper-Rüstung, Rüstung sind sehr viel wichtiger als vorher mittlerweile, weil das Rüstungssystem gut überarbeitet wurde, was bringt es euch, wenn ihr in der ersten Runde an irgendeinem Scaff oder eben an diesen Vielzahlen von PMC-Spawns, die ja alle gleichzeitig auf der Karte wollen, ähm, eure MDR verliert und eure Trooper, während ihr versucht ein... Irgendein medizinisches Item aufzusammeln, ob das jetzt eine Bandage ist oder ein Salever, was noch viel mehr wert wäre, weil ihr davon drei braucht. Was bringt es euch? Was verliert ihr aber, wenn ihr eine Pistole, ein Headset und einen Rucksack dabei habt? Plus eine Packerrüstung. Gar nichts, richtig. Mit dem ersten Skev-Kill habt ihr schon bessere Ausrüstung als das, was ihr mitgenommen habt, und ihr könnt entspannt eurer Quest nachgehen. Deswegen meine dicke Empfehlung: Ground Zero ist wirklich tough am Anfang. Selbst für uns als erfahrene Spieler, die dann im Duo oder früher auch im Trio unterwegs waren nehmt das normalste an Ausrüstung mit, was ihr finden könnt, was ihr auch notfalls entbehren könnt und wenn ihr eben die Pistole und die Scav-Weste beim ersten Scav-Kill wegwerft oder die Packer wegwerft und eine Dreierrüstung rüstung von einem Scav aufnehmt und eng eine halb kaputte AK, seid ihr immer noch besser dabei und könnt entspannt euren vier Quest am Anfang nachgehen. Gerade weil Ground Zero so voll ist, würde ich euch empfehlen, dass ihr eine andere Überlegung macht. Und zwar nicht in den ersten 1, 2, 3 Stunden, wo Server-Downtimes und äh, lange Wartezeiten sind, sondern überlegt, was ihr eigentlich alles braucht. Und natürlich, die Ground zero Quest eröffnen euch die gesamte Questreihe, die ihr übrigens über den Tag auf Wiki öffnen könnt. Das Tarkov-Wiki ist das, was mir in meinem ersten Vibe zusammen mit meinem Live-Chat, aber nicht jeder streamt und hat einen Live-Chat mit Leuten, die sich auskennen, geholfen hat. Ihr könnt euch jegliche Infos fürs Hideout, fürs Looting, für die Waffen, für Trader, für Quest und sonst was raussuchen. Und gerade hier auf Quest, und ich werde euch da unten auch den Link da lassen. Habt ihr eine großartige Übersicht? Das heißt, wer auch immer dieses Tarkov-Wiki damals äh, gemacht hat, dickes GG, ihr findet hier eine tolle Übersicht. Das ist für Anfänger, genauso wie fortgeschrittene Tarkov-Spieler, extrem hilfreich. Über alles, was ihr im Laufe des Vibes braucht für Aufgaben, Quests, für Gunsmith, für äh, Abgeben, für Kappa und sonstiges. Ihr könnt euch das, ich habe schon welche gesehen, die haben sich das ausgedruckt, ich habe schon welche gesehen, die haben das auf dem dritten Bildschirm auf. Nehmt euch das einfach als Hotmark oder als Webpage, die ihr jederzeit öffnen könnt und guckt euch an, was ihr hier benötigt. Eine Sache davon wird euch auffallen, wir haben hier sogar die Schlüssel, die ihr braucht, um eben in gewisse Räume zu kommen. Anders als in den letzten Vibes wird dieses Mal ein großer Unterschied sein. Wir haben kein Fountain Raid mehr. Egal, ob eure Items Fountain Raid sind oder nicht, für den Flea zumindest, ihr könnt die Sachen kaufen und verkaufen, wie ihr lustig seid. Vorher war es so, wenn ihr einen Cottage Backroom Key gefunden habt, war der in den ersten sechs Wochen eine Million und mehr wert, weil jeder in den Cottages in diesen Raum musste. Nur wenn ihr den Schlüssel einmal mit in den Raid genommen habt, konntet ihr ihn danach nicht mehr verkaufen. Das heißt, man hat Millionen ausgegeben für einzelne Quests und hat dann mit dem Schlüssel nicht mehr viel machen können, außer eben irgendwann nochmal da rein. Oder für Du, Partner oder sonst was öffnen. Jetzt, dadurch, dass wir im Flieg kein Found Raid-System mehr haben und es nicht so aussieht, als würde Nikita daran irgendwas ändern, ist die dicke Empfehlung, dass ihr nicht so sehr auf den Geldfokus geht, sondern vielmehr aus den Quest-Progress-Fokus. Und ich gehe davon aus, und an der Aussage könnt ihr mich gerne messen, dass Quest-Keys deutlich günstiger werden. Ihr könnt euch ein quest key kaufen, könnt Cottage Backdoor reingehen auf Shoreline, könnt Sanitas Sachen dort rausholen, könnt wieder rausgehen und nach der Runde den Schlüssel mit 39 Uses für das gleiche Geld verkaufen. Kaufen, wie ihr ihn für 40 Uses davor gekauft habt. Ihr werdet eine kleine Fliehgebühr zahlen, was nicht viel ist, und am Ende habt ihr eure Quest erledigt, habt eure Flee-Reputation erhöht und habt deutlich, deutlich weniger bezahlt als in vergangenen Vibes, wo wir Millionen für Schlüsse bezahlt haben, die wir teilweise halt nur einmal gebraucht haben. Diese Übersicht ist jetzt erstmal kaum zu lesen. Wenn ihr aber auf den Link geht und euch das einmal vergrößert, seht ihr, bei welchem Händler welche Quest zu was führt. Es gibt Quests, das sind, so nenne ich sie, Deadline-Quests oder dead Quest. Quests, die ihr zwar machen könnt, die euch aber nirgendswo hinführen. Und jede Quest, die euch nirgendswo hinführt, ist nicht wirklich wichtig am Anfang. So zum Beispiel töte drei PMCs mit einer Pistole. Diese Quest müsst ihr machen, wenn ihr Kappa machen wollt. Sie ist aber völlig irrelevant am zweiten, dritten oder fünften Tag. Guckt lieber, welchen Händler ihr am ehesten, je nachdem, welche Version ihr habt. Als EU-Dealer habt ihr halt schon ein bisschen Vorsprung, was die ähm, Trader Reputation angeht. Guckt euch lieber an, was ihr für wichtiger erhaltet, welchen Händler ihr als erstes wirklich ziehen wollt. Und dann geht ihr hier zum Beispiel bei Skier. Skier ist einer der wichtigsten Händler, weil er sehr gute Aufsätze hat, sehr gute Schalldämpfer, sehr gute Visiere am Anfang. Stirrup ist das, was ich jetzt gerade meinte. Es kommt nach Stirrup nichts mehr. Und das ist drei PMCs mit einer Pistole killen. Ist es wichtig für euch, diese Quest dann anzugehen, sobald ihr dabei seid? Oder ist es vielleicht wichtiger, Frames from the West, also töte sieben PMCs und gib Dogtex ab oder Extortionist zu machen? Die Antwort ist klar, die Quest, die zu neuen Quests führen, damit ihr eben weiterhin durchgängig Quest-Progress habt. Und während ihr diese anderen Sachen macht, habt ihr das hier trotzdem freigeschaltet. Und wenn sich es anbietet, geht auf Factory mal für eine halbe Stunde und gönnt euch ein paar Pistolenkills zum Beispiel. Aber eben nicht Main-Fokus darauf, weil ihr sonst 8, 9, 10 Raids damit verbringt, einer Quest nachzuverfolgen, die euch nicht voranbringt. Wenn ihr vernünftig leveln wollt, habt ihr drei Kernsachen, die ihr in jedem Raid die ersten sieben bis zehn Tage bedenken sollt. Überleben ist key, PvP lohnt sich nicht, spielt am Anfang lieber vorsichtiger und von mir aus auch auf toten Servern. Es gibt halt Server in der Serverauswahl, die jetzt nicht Auto-EU sind, wo ihr ähm, mitteleuropäisch Dubai, Dubai und auch manche amerikanische, wenn die Pings nicht so hoch sind wo ihr, weil wir ein anderes Ping damit haben, entspannt spielen könnt. Entspannt, wird trotzdem am Anfang voll sein, weil neuer Vibe. Aber wo ihr deutlich weniger Spieler insgesamt trefft, als eben auf dem Samstag um 18 Uhr in Deutschland auf einem europäischen Server. Und ich halte davon generell nichts, weil mir ist das Game zu langweilig, wenn die Waits tot sind und ich habe kein Problem damit, nach 3000 Spielstunden, wenn ich. Zehn Runden nacheinander sterbe. Irgendwann ist man genervt, aber man weiß, man holt sich alles irgendwann schon wieder. Und wenn ihr genug Erfahrung habt, ist es nicht mehr so doll. Aber gerade am Anfang, vielleicht hilft es euch. Ihr spielt natürlich auf dem höheren Ping. Das ist in der Regel auch ein Nachteil für euch oder für den Gegner, für einen von beiden. Aber wenn ihr wirklich Probleme habt zu überleben und da einfach nicht vorankommt, switchen Server. Nehmt vielleicht mal ein, wo die Wartezeit ein bisschen länger ist, wo der Ping ein bisschen höher ist und ihr werdet relativ zügig sehen. Auf manchen Servern sind weniger Leute zu gewissen Uhrzeiten als auf europäischen halt. Wenn ihr Stress auf Ground Zero habt oder wirklich keinen Nerv in der ersten Runde auf Ground Zero, das hohe Potenzial zu haben, zu sterben, weil alle das gleiche wollen, am gleichen Ort sind und PvP unausgänglich ist, überlegt bitte, ob ihr euch etwas zugute führt, was äh, diesem Vibe eingeführt wurde, nämlich die Shoreline-Erweiterung. Und genau in diesem Bereich, den wir hier vorne haben, haben wir einen großen, großen Vorteil. Es gibt das neue Dorf. Hier neues Dorfgebiet. Hier ist auch direkt Taxi Exit. In dem neuen Dorf findet ihr alles von Salevas bis Hideout-Items bis sonst was. Überlegt für euch, ob es vielleicht Sinn macht, erstmal ein, zwei Runden ein bisschen Erfolgserlebnisse zu holen und in der ersten Runde auf Shoreline zu gehen. Denn, großer Vorteil, spawnt ihr auf dieser Seite hier und am besten sogar noch Top-Spawn. Aber selbst wenn ihr hier, hier gibt es auch noch einen Spawn und hier ist einer und hier unten ist einer. Wenn ihr diesen Topspawn habt, gerade im Duo, habt ihr die Chance, den gesamten Bereich zu looten und habt den sicheren Taxi-Exit, der eure Scaff-Reputation direkt erhöht, auch direkt vor der Tür. Und ihr findet hier von Controllern zu Salevas zu Scaffs, zu sonstigen Hideout-Items alles Mögliche. Das Dorf ist extrem underrated. Und ihr habt nicht die Gefahr, dass ihr gerade am Anfang, wo ihr keine Schlüssel habt, ins Resort müsst. Ihr könnt den East ignorieren, den West ignorieren. Ihr könnt diesen Weg sogar gehen, wenn ihr Path to Lighthouse seid, nämlich hier auf dem Bereich dann. Und feststellt, ein bisschen noch weiter, scheiß Spawn dafür. Ihr könnt immer noch hier rotieren. Das ist ein sicherer Weg, weil vor euch kein Spawn ist. Und könnt immer noch hier rotieren und gucken, wurde Taxi genommen, wurde nicht. Und könnt von diesem Weg an schauen, ob ihr notfalls Leute, die hier am Looten waren, noch abfangt. Meiner Meinung nach ist dieses Dorf eines der besten Orte am Anfang, um wichtige Hideout-Sachen zu looten, die weniger umkämpft sind als die Tech-Stores und Light-Stores und sonstiges auf Interchange, wo gerade am Anfang richtig viel PVP ist, denn auf Interchange, ihr kennt es, eine der ersten Quests, lauft alle Shops ab, sind dann fünf Stück, Big Sale. Und gerade bei den Shops ablaufen, trefft ihr so oft Spieler. Deswegen, dicker Tipp, ich werde es wahrscheinlich auch so machen, ignoriert, wenn ihr auf Grand Zero nicht vorankommt, mal zwei Stunden die Karte oder einen Tag und gönnt euch ein bisschen Shoreline. Die Karte ist seit dem Rebirth deutlich besser als vorher. Viele Infos, ihr merkt, ich bin begeistert, dass ein neuer Vibe ansteht. Ich hoffe auf neue Achievements, die ich angehen kann. Tarkov ist ein absolutes Lieblingsgame geworden von mir. Ein letzter Tipp für den Anfang und dann habt ihr wirklich alles, was ihr für die erste Woche braucht, um langsam Quest-Progress zu machen. Ignoriert euer Hideout nicht. Das Hideout ist eine der wichtigsten. Einnahmequellen am Anfang. Ihr könnt gute Munition craften, die ihr sonst im Game nicht mehr kaufen könnt. Wir wissen natürlich nicht, ob es hier wieder Änderungen gibt, aber die meiste Meta-Muni gab es nur noch zum Craften oder Finden. Äh, das Beste, was ihr zum Beispiel für eine AK holen konntet, war BT-Muni, die downgradet wurde. Da war nicht mehr viel. Äh, ganz, ganz spät im Wipe. Mit ganz, ganz späten Quest konnte man dann irgendwann 7N40 bei Brapor kaufen, was echt spät war. Äh, M855 äh, A1 war dann noch die sinnvollste M4-Muni, die konnte man dann auch nur noch craften und finden. Das heißt, überlegt von Anfang an, ob ihr eben von dem Geld, was ihr habt, anstatt in völlig überteuerte Waffenaufsätze, die ihr am Anfang eh noch alle nicht spielen könnt, lieber hier ins Hideout geht und euch genau überlegt, ob ihr nicht das Hideout ausbauen wollt. Gerade so etwas wie Heating, Rest-Space, Library, was euch extreme XP Punkte gibt und einen Boost für eure Skills am Anfang und später die Defective Wall, die wollt ihr so schnell moppen, also sauber wischen wie ihr könnt, damit ihr diese ganzen Penalties äh, erstmal loswerdet, denn solange das noch nicht getan ist, bekommt ihr bei jedem Raid Strafen auf euren Progress der Skill Level. Und ihr wollt euren PMC so schnell wie möglich auf ein Skill-Level bekommen, was Stärke, Ausdauer, Waffenhandling und so angeht, dass es eben einfacher ist, in den Raids sich zu bewegen, auch übergewichtig unterwegs zu sein. Hideout, super wichtig, am Anfang sehr, sehr teuer, die Items über den Flea, sobald ihr sie freischalten könnt. Deswegen sammeln, 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 teuer verkaufen und gucken, dass ihr möglichst günstig und schnell kauft. Umso schneller das Hideout ausgebaut ist, umso schneller könnt ihr auch Items und sonstige Sachen für Quest dort nämlich herstellen. Alles, was ihr im Hideout macht, ist Fountain Raid und gilt für eure Quest. Und eine letzte Bonusrunde für euch. Jeder, der eine IOD oder eine Unhurt Edition hat, hat mittlerweile zwei Tagesquests, die er kostenlos ohne. Äh, sonstiges rerollen kann. Überlegt euch das genau, denn wie zum Beispiel, ich habe jetzt auf dem von mir resetten Account Tagesquest bei Therapist und Ground Zero habe ich keinen Bock drauf. Ihr könnt es zweimal replacen und bekommt dann eben eine neue Tagesquest und das Replacen kostet euch kein Geld. Es ist jetzt wieder Ground Zero, ich würde es jetzt ein zweites Mal machen. Versucht am Anfang die Tagesquest auf der oh, in Tarkov zu machen. Gerade wenn es Belohnungen gibt. Das hier zum Beispiel am Anfang eines Vibes ist eine der geilsten Belohnungen, die ihr finden könnt. Dreimal Taxi Exit in Customs und ihr bekommt dafür aktuell zwei Salevas Fountain Raid. Wäre das meine Tagesquest? Morgen beim Vibe würde ich wahrscheinlich Tränen ausbrechen vor Freude. Überlegt es, wenn ihr EOD oder anhört habt. Es ist kostenfrei, ihr zahlt nichts dafür. Würde ich die jetzt nochmal replacen wollen, seht ihr, kostet mich das aktuell bei Therapist Rubel. Bei anderen Händlern kostet mich das nicht nur Rubel, sondern auch Trader Standing. Habt ihr Fragen? Braucht ihr Sherpa-Hilfe? Soll euch jemand ein bisschen durch die Questline führen? Habt ihr Anregungen? Habt ihr Wünsche? Soll ich mir Keycard-Räume für euch angucken? Soll ich euch Labs-Guides machen oder Street-Guides oder Woods-Guides? Schreibt es in die Kommentare, Leute. Der Wipe beginnt. Ich bin hyped. Ich hab Bock drauf. Ich habe mehr als zwei Wochen Zeit, bis die Beta offiziell oder knapp zwei Wochen, bis die Beta von... Black Ops 6 losgeht. Ich werde dann beides machen. Die Beta wird natürlich 10-teil durchgesuchtet. Das heißt, wer jetzt Bock hat auf Tarkov-Fieber, ich habe es auch. Schreibt in die Kommentare, lasst ein Like da, lasst ein Abo. Viel Glück im Wipe morgen und bitte ballert mich nicht über den Haufen.